Forschungen von BetterUp zeigen, dass Manager, die ein Leadership-Coaching zur Stärkung ihrer Resilienz, also zu ihrer Widerstandskraft, Widerstandsfähigkeit, Resilienz ist die Fähigkeit, nach Rückschlägen wieder besser hochzukommen, schneller hochzukommen, sich schneller zu erholen und dann wieder neuen Herausforderungen gut entgegenzusteuern. Das ist Resilienz, nur damit wir das auch mal kurz geklärt haben. Also Manager, die so ein Leadership-Coaching bekommen haben und ihre Resilienz dadurch gestärkt haben, haben eine 31-prozentige Steigerung der Teamleistung verzeichnet, eine 9-prozentige Steigerung der Team-Innovation und eine 52-prozentige Verringerung von Burnout, wenn das mal nicht cool ist. Organisationen, die die höchsten Steigerungen der Arbeitskraftresilienz verzeichneten, zeigten übrigens ein 3,2-fach höheres jährliches Umsatzwachstum an, im Vergleich zu eben Firmen, die das nicht haben, und eine 60-prozentige Steigerung des 5-Jahres-Umsatzwachstums. Das ist crazy. Die Zahl muss man mal sacken lassen. Das bedeutet, dass eine Resilienzstärkung und ein Coaching, was dir hilft, resilienter zu werden, nachweislich auch dem Unternehmen dienlich ist und nicht nur dafür sorgt, dass der Umsatz nach oben geht, dass der Stress nach unten geht, sondern dass sogar die Produktivität genauso steigen kann. Wenn das mal kein cooler Grund ist, zu gucken, ob man nicht so ein Coaching für eine Führungskraft mal bucht. Ich würde sagen, könnte sich lohnen. Es lohnt sich also, zumindest mal einen Blick drauf zu werfen und zu überlegen, hey, investiere ich persönlich in ein Führungskräfte-Coaching, vor allem wenn ich selber Führungskraft bin? Schauen wir uns doch mal ein paar Aspekte an, die damit einfließen. Wieso ist es so cool, an der eigenen Resilienz zu arbeiten? Als Psychologin kann ich sagen, naja, gibt ganz schön viele Gründe dafür. Einer der Punkte ist, ein Coaching kann dir helfen, deine Stressbewältigung besser hinzubekommen. Was bedeutet das? Angenommen, du hast einen miesen Tag und du kommst nach Hause, dann nehmen die meisten Führungskräfte diesen miesen Tag, also dieses blöde Gefühl, ja auch mit in das Privatleben. Das kann deine eigene Beziehung runterziehen, das kann dich selber runterziehen, das kann dich den Schlaf kosten, es kann dafür Sorge tragen, dass du abends, nachts wach liegst und so ein Gedankenkarussell hast, anstatt dich tatsächlich zu erholen. Dann bist du wieder nicht erholt, gehst morgens wieder in die Arbeit und dann bist du schon in einem kleinen Teufelskreis drin. Und das klingt gar nicht so dramatisch, sondern das ist tatsächlich Realität. Viele Führungskräfte kommen zu mir und sagen, Laura, das ist total nervig, ich nehme die Arbeit mit nach Hause, ich nehme sie mit ins Wochenende, ich nehme sie mit zur Familie, ich nehme sie mit in meine Partnerschaft und es ist echt ätzend und nervig. Hilf mir, das besser in den Griff zu bekommen. Ich würde gerne mal wieder mein Privatleben genießen, weil was bringt es mir denn, wenn ich mich nicht nur in der Arbeit stresse, sondern den Stress auch noch mit nach Hause nehme? Dann mache ich nicht nur mir das Leben schwieriger und schwerer, sondern auch meiner Familie, meiner Beziehung und vielleicht sogar bei meinen Kindern. Und eines der coolsten Dinge, die ich jemals erlebt habe im Coaching, waren Situationen, wo mir die Ehefrauen, und jetzt wird's witzig, gesagt haben, hey, vielen Dank, dass du mir meinen Mann zurückgegeben hast. Also den Typen, den ich mal geheiratet habe. Der ist wieder da. Der war vor lange nicht mehr da. Jetzt kommt er wieder nach Hause und ist nicht nur körperlich anwesend, sondern auch noch geistig anwesend. Er hört mir wieder zu. Er lacht wieder mehr. Er schläft besser. Er hat weniger Albträume. Ja, er kann wieder erholter mit uns irgendwie Sachen genießen. Er ist mehr da, wenn er da ist. Er ist präsent. Er spielt wieder mehr mit den Kindern. Er ist wieder entspannter, lockerer. Das sind alles Dinge, die automatisch passieren, wenn du lernst, mit Stress besser umzugehen. Wenn das mal kein Knallerargument dafür ist, sich mit dem Thema Resilienz und Stressbewältigung auseinanderzusetzen und oder sich wirklich aktiv Hilfe zu suchen und zu sagen, hey, ich schnapp mir jemanden, der mir das zeigt und der mir das beibringt. Ein weiterer cooler Aspekt, den ich beobachte, ist, wenn wir Führungskräften beibringen, wie sie ihre eigene Stressbewältigung wirklich gut in den Griff bekommen, dann gehen die plötzlich ganz anders mit Stress in ihrem Team um. Und das ist schön zu sehen. Also wenn du dich selber regulieren kannst, wenn du selber gelernt hast, negative Emotionen sehr schnell in den Griff zu bekommen. Und ich rede hier von sehr schnell von, okay, Laura, ich habe mich früher tagelang geärgert über eine Situation, bis hin zu, okay, mit deiner Technik habe ich es geschafft, innerhalb von wenigen Stunden mich zu regulieren, bis hin zu, okay, ich habe mich 10 Minuten geärgert, ich habe mich mit deiner Technik wieder in den Griff bekommen, ich war dir wieder völlig entspannt und konnte mich dann auf den Rest des Tages konzentrieren, ihn sogar richtig genießen und war dann sogar auch produktiv und habe die Kurve bekommen. Das ist geil, diese Entwicklung zu sehen. Da freue ich mich als Psychologin wie ein Schnitzel, wenn jemand sagt, hey Laura, früher hätte mich das wirklich einen ganzen Tag versaut, es hätte mich einen ganzen Tag gekostet, ich hätte keinen Bock mehr gehabt. Heute kostet es mich vielleicht eine halbe Stunde und dann bin ich wieder da. Und das allein ist eine Lebensqualität, die ich total gerne sehe und wo ich mich freue wie ein Schnitzel, wenn die Leute das erzählen und sagen, das war voll cool, das hat super gut geklappt. So, aber was ich beobachten kann ist, die Leute schaffen das dann nicht nur bei sich selbst, sondern werden auch gefragt. Also ich habe super oft Leute, die sagen, hey, und neulich war ich in einem Freundeskreis und dann meinten die so, hey, du bist irgendwie entspannter.
Hast du Yoga oder was ist das? Seit wann bist du so tiefenentspannt? Und wenn sie dann da sitzen und sagen, nö, ich mache ein Coaching bei der Laura. Und übrigens, Laura hat neulich erklärt und erzählt, das ist total herrlich, diese Stories zu hören, zu sehen, wie sie das in den eigenen Freundeskreis reinbringen, wie sie das zum Stammtisch mitnehmen, wie sie das mit Partnern, mit Familie teilen und sagen, hey, probier doch mal den oder den Trick aus, der hat mir geholfen, es könnte sogar helfen, dass du entspannter wirst. Das heißt, so ein Coaching hat nie nur einfach nur einen Effekt auf eine einzige Person, sondern das Wissen, was ich den Leuten mitgebe, verbreitet sich. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Sobald man die Fähigkeit hat, sich selber zu regulieren und auch verstanden hat, wie das Ganze funktioniert und das auch gut kann, also gut anwenden kann, kommt der Punkt, wo wir das auf die Mitarbeiter übertragen. Auf Deutsch, du bist dann nicht nur in der Lage, dich selber zu regulieren, sondern danach bringe ich dir bei, wie schaffst du es, eine Person aufzufangen, der es schlecht geht, die gestresst ist, die gerade merkt, es wird alles zu viel und es passiert. Das ist ein realistisches Szenario. Wie oft kommt ein Mitarbeiter und sagt, hey, ich bin mega gestresst, mir ist alles zu viel. Wie oft erzählen mir Führungskräfte, dass da Mitarbeiterinnen sitzen und sagen, hey, da saß neulich wieder eine bei mir und die hat angefangen zu heulen. Und ich dachte mir so, Mist, was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie ich damit hätte umgehen sollen. Da sitzt ein Mitarbeiter, der ist völlig am Boden zerstört, weil ihm alles zu viel ist und weil er nicht mehr weiß, was er tun soll. Und dem kann ich nicht helfen. Das sind alles Dinge, die sich ändern. Die Leute kommen zu mir und sagen, hey, dadurch, dass du mir geholfen hast, so viel ruhiger und gelassener mit den Themen umzugehen, hatte ich erstmal die Kapazität, überhaupt offen dafür zu sein, mir die Zeit zu nehmen und auch die Person aufzufangen, der es nicht so gut geht. Und viel cooler ist, und das ist der letzte Schritt, ich konnte sie nicht nur auffangen, ich hatte nicht nur die Zeit dafür, ich hatte nicht nur die Nerven dafür, sondern ich habe dank deines Wissens, der Technik, die du mir beigebracht hast, gelernt, wie ich diese Person auch wieder regulieren kann, wie ich die unterstützen kann, aus dem Loch wieder rauszukommen. Und das ist ein Punkt, wenn wir da angekommen sind im Coaching, bin ich sehr happy, weil dann weiß ich, dass meine Arbeit nachhaltig Menschenleben verbessert hat.